Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei 7D. Wir sind dabei bei der Mission und durchsuchen das Häuschen nach, jo, Zombies. Die sollen ja alle vernichten. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, wo wir hier finden, ne? Diese Bürogebäude sind ein bisschen, oder hier Produktionsgebäude sind ein bisschen verzwickt. Nichts geht irgendwo hin. Ein Schritt. Man muss, oh, ein Safe. Man muss immer suchen. Ich will voll. Nur zerlegen, ne? Ja, auch das wir zerlegen müssen. Kein Platz. Eine Stahlspitzhacke, das brauche ich nicht. Ich habe ja genug Hemd. Ja. Zerlegen. Benutzen, essen, da knackt man gleich einen Safe mit dem Erdbohrer. Und der ist verschlossen. Dieser gibt nicht dabei, also muss ich ihm doch mit Gewalt rangehen. Ne? Mit Erdbohrer ist auch nicht kein Problem. Zuck, geht das. Und wir knacken schon das Ding. Ne? Weiß jetzt Enttäuschung groß, was drin ist, aber schauen wir mal. Ja, Enttäuschung ist groß, ne? Wie gesagt, das ist nicht alles zu gebrauchen. So, weiter geht's im Geschäft. Nichts drinne. Wo geht's hier weiter? Nicht, ne? Geht's da oben? Da hinten irgendwo eine Tür. Da müssen wir uns ein bisschen freikämpfen hier. Holz. Ich dachte, wir Eisen. Das ist nicht gut, dann müssen wir uns einmal. Ne, hier ist nichts. Hier sind Zombies. Verbandskraft ist gut. Wo sind die? Wo könnten die sein? So, irgendwo sind die. Ich dachte, die wären dahinter. Level. Kommen die jetzt her? Oh, Nest. Ein Ding. Umstellen auf Maschinengewehr. Wo haben die sich jetzt? Das ist gut, kann man leicht nutzen. Nutzen. Zerlegen. Und wissen mal, ein Mod baut. Das ist gut. Wo kamen die jetzt her? Irgendwo einen Weg gefunden, den ich übersehen habe.
Also hier geht's nicht weiter. Da auch nicht. Da auch nicht. Schau mal hier. Also hier ist nicht jede Kiste nach und plündern. Ach, hier Küche. Hier geht's weiter. Hier geht's da oben. War tot, ne? Oben sind meistens Geier auf dem Dach. Alter, wow. Und die muss ich meistens gleich erledigen, bevor die starten können. Gut, da ist versperrt. Junge, das wieder mehr Werte abgegeben. Sunny Pack und dann geht's weiter. So, Magnum ist nicht mehr viel Munition da. Und da geht's auch noch ein bisschen noch. Geier. Irgendwo ist noch jemand. Mir am Nacken hier, oh Mann. Hier war glaube ich Klimaanlagen. Bin ich das erste Mal hier. Die will ich eigentlich haben. Also die Kühlkörper eigentlich. So, das kann ich nicht gebrauchen, weg damit. Das trinken wir. Das brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Zerlegen. Zerlegen. Muss man entscheiden, was ich brauchen kann und was nicht. Das ist immer so eine Sache. Allermeistens entweder habe ich schon was Besseres oder ich habe davon schon genug. Und wenn ich genug habe, dann habe ich genug, ne? Was mir meistens fehlt, ist Messing. Da sind oben die plus 2. Plus 2? Das ist gut. Habe ich jetzt einen besseren Wert gekriegt vom Level? Plus 2. Ey, das ist super. Kann mir nicht gleich Munition, ne? Oh, oh. Ein Geier tut es am besten, er schießt, wenn er schläft. Das ist am besten. Ja, hier müssen wir lang, ne? Wie oft so, wenn ich jetzt zum Schluss alles geschafft habe, dann heißt es immer noch, oh, du hast noch zwei Vogel vergessen oder so. Ne? Also Vogel nicht direkt. Aber die sind meistens. Ja, das sind viele. Aber die kommen langsam zu mir, ne? Also da brauche ich keine langsam. Tot?
zerrissen. Bin ich mit der Maus gegen hat gestoßen. Eine erhöhte Position wäre ganz gut, falls sie doch mal zu viele kommen, ne? Auch Munition ist gut. Ab und zu mal was zu zerlegen, ne? Also Federn kann ich rausschmeißen. Das kann man gebrauchen. Denke ich mal. So, 18 Uhr, noch was. Muss ich nachts sehen, also nachts werde ich hier mich ruhig verhalten, in Anführungszeichen, ne? Aber muss ich mal sehen. Ja, die Grünen sind richtig zäh, ne? Also die Tür hält ja auch nicht lange auf. Das sind ganze Wände. Die ganze Welt auf Blöcken gebaut. So. Hinter mir keiner kommt. Hier werden ein paar mehr sein. Einen Schlag ausholen kann, muss ich noch nachladen. So. Gehen wir weiter. Ich habe ja einen Punkt schon bekommen zum Aufwerten, also da kann man theoretisch schon was machen. Aber aktuell ist hier ein bisschen zu gefährlich und zweitens muss sich jeden Punkt überlegen, deswegen haben wir ein bisschen Zeit. Lauf doch schon hintereinander. Also blöd ist, wenn die runterfahren und nicht hochkommen. Und hinterher zoomen muss, ne? So, hier muss ich überlegen. Hier sind, ich weiß, hier sind schwierige Proben. Also da muss ich mal gucken, immer nachladen. Erster Schritt. Das geht. Magnum oder hier diese Pappgam hier auch mal nachladen, geht glaube ich 10 rein. Hab die geweckt. Ich gehe mal hier so lang. Eigentlich für Nahkampf normalerweise. Wenn die schneller sind, ist gefährlich. Jetzt muss er gerade nachladen. Ja, lassen wir die mal rauskommen. Weglaufen. Ein Schuss noch. Dein Bein ist verstaucht, das ist nicht gut. Relativ langsam noch geht's. So. Muss ich mal gucken, Beine verstaucht, da kann ich nicht viel machen, muss ich mal sehen,
Ich habe da eine Binde hier noch gehabt. Die kann man ein bisschen nehmen zum Aufwerten. Kann was essen. Bringt nicht viel. Tablette. Ich muss diesen Wert mit mir wegkriegen. Aber durch verstauchte Beine ein bisschen machtlos. Zerlegen. Wir essen noch was. Da wir genug Tabletten da haben, Vitamine. Nehmen wir mal Toilette, Vitamine. Hilft auch nicht. Nachladen. Geht mal hier weiter. Hier ist günstig, ich kann was holen. Ah, vielleicht finden wir was Gutes. Nichts Gutes. Aber der Wert erholt sich langsam, abgesehen davon. Was haben wir hier? Ich muss sehen, dass ich jetzt hier im Medizinschrank. Das kann ich gebrauchen. Und das habe ich auch da. So. Muss ich mal. Tabletten ist gut. Antibiotika. Was entsorge ich dafür? Kann ich nicht brauchen. Was kann ich entbehren? Klingt verrückt, aber Antibiotika sind wertvoller. So, 20 Uhr noch was. Muss ich eigentlich versuchen, bis zum Zeitpunkt X hier alles zu erledigen. Mal sehen, ob wir hier rauskommen. Nachts ist hier ein bisschen gefährlich, also ganz ehrlich gesagt, würde ich eigentlich dann ein bisschen ruhig verhalten, ne? Dann mache ich eine kurze Unterbrechung. Wahnsinn, 6000 XP. Also bis 10 Uhr will ich ihn noch machen und dann, na, Pause ist ja nicht, aber ich unterbreche ganz kurz und dann halte ich mich ein bisschen ruhig. Weil dann ist doch ein bisschen zu heftig, die Jungs sind zu schnell. Ich hab nicht vor zu sterben. Oh. Ja, das ist so ein Dings. Robotic Hammer. Zerlegen. Ich habe keinen Platz. Muss ich gucken, was ich da entsorgen kann. Was ich verzichten kann. Das habe ich mal gesagt, ich kann viele Sachen nicht gebrauchen. Anführungszeichen, ne? 10. Ja, Kunststoff kann ich entsorgen. Da oben geht's weiter, da will ich auch nicht hin. Vielleicht bauen wir noch ein Gewehr selber. Das kann ich drin lassen. Gehen wir mal hier rüber. Hier sind sie gekommen, wir sind schon durch. Sobald die dusseligen Geier kommen. Wo ist er?
liegt der Missvieh. Geier sind mir ganz furchtbar. Gesellen. Oh, die muss ich erledigen. Die gehören noch zu. So, das ist 5.10 Uhr. Das heißt für mich, ich werde hier wissen. Ja, gut. Ich mache weiter. Da oben ist ein roter Punkt. Gut, dann gehen wir einen höher. Jetzt werden sie nicht schnell, die Zombies. Ein Maschinengewehr nehmen. Aber ich unterbreche ganz kurz. Bis 9 Minuten. Auch wenn ich sterbe, ne? Das ist ja nicht die Absicht. So, gleich Modus raus. Da sind so viele. Da die Tür aufmache. Ja, schön XP, aber wie gesagt, ist gefährlich wie Sau. Muss ich mal gucken. 134. Das sind Aufwerten und Wert, ne? Bestauchung lässt bald nach. Und dann können wir kurz was essen. Was trinken und das hier wegnehmen, weil das ist doch hier ein bisschen auch Platz schaffen her, ne? Gut, da haben wir schon mal gerade ein bisschen aufgeholt. Magnum Munition haben wir keine mehr. Und von der Munition auch nicht mehr viel. So alle wissen, so von der Entfernung erschießen das besser, gesünder für mich. Und darf ich hier kommen? Muss da noch ein Geier sein. Und ich gehe mal hier mal weiter. Später wird hier noch so noch ein bisschen mehr was suchen, wo einer rumschreibt, ne? Mal gucken. Einer so rumsteht, den kann man auch schießen, ne? Weiß ja nie. Das ist gut. Ich glaube, die sind nebenan hier. Hier kommt zu mir, da braucht keine Angst haben. So, da kommt schon durch. Lass sie mal zu mir kommen, dann werde ich sie entsprechend empfangen. Die brauchen nicht helfen, die kommen allein zu mir. Dann werden wir so mal schießen gleich das Loch.
Siehste. Die haben wir schon mal erledigt. Aus sicherer Distanz. Ja, geil. Das sind viele Zombies. Dann warten wir ein bisschen ab. Oder? Da unten ist der Garten. So, Geier, mag keine Geier. Treffe ich mir so schlecht. Wo genau sind die? Das Problem ist, die musst du so erledigen, weil die gehören dazu. Ganz schlecht. Eier? Eier. Da noch ein Geier. Missy. Ich hab schon mal die Eier, haben mich mal erleben gerettet hier. Noch einer da oben. Na, ausgesegelt. Und dazu sage ich, habe meine Werte schon ziemlich hochgetrieben mit meiner Ausdauer für Schießen und so und Genauigkeit. Da trifft fast mal eine, in Anführungszeichen, ne? Das ist natürlich gut, wenn ich die vorher finde, als bevor sie mich finden, ne? Ich höre schon wieder die. Ah, hier sind die anderen gewesen. Können wir gleich essen. Können wir gleich wieder sagen, haben ein bisschen Kraft gewonnen, ne? Auch. Und wieder auf Maximumwert, Gesundheit. Ist auch ein Vorteil, wenn man das entsprechend Zombies vorher sieht, ne? Dann kann man die entsprechend auf Distanz erkennen und erschießen. So. Auch sind so schnell, die triffst gar nicht mehr. Junge, Junge. Bin schon wieder. Was habe ich hier Schönes? Was habe ich hier Schönes? Kann ich nicht. Aber ich hilft dabei. Tabletten. Tabletten, die helfen dabei. Gut.
Wir schon weiter. Aber liebe Zuschauer, die Zeit ist um. Halbe Stunde ist geschafft. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen oder zur späteren Zeit. Termin werden wir feststellen, festlegen. Dann geht's weiter. Hier seid mal tschüss und ciao, ciao. Bis dann und tschüss. Tschüss.